Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Fallout 76. Und ihr erwischt uns gerade mitten in den Vorbereitungen zu unserem neuen, zu unserem neuen Konzept, zu unserer neuen Geschichte. Danke. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal los und versuchen für jedes Teammitglied die richtige Uniform zu finden. Haben Sie da mit dem Barett, das ist auch cool. Wie gesagt, das Kleid müsstest du vielleicht noch auswechseln erstmal. Das kannst du ja zu bestimmten Anlässen ruhig anziehen, haben Sie. Da hat ja keiner was dagegen. Also das heißt, wir versuchen für jedes Teammitglied, das heißt, der Blindmann müsste noch einen richtigen Stahlhelm kriegen. Du hast keinen Stahlhelm, ne Bernd? Ne, ich habe noch keinen. Gut, den kriegen wir besorgt. Dann, die anderen Helme, die könnten wir herstellen, diese Marine-Rüstungshelme. Die kann man ja haben, aber ich will diese Stahlhelme haben. Also so, wie jetzt Nexana aussieht und Cassie aussieht. Und hier ohne Gasmaske der Yantagani. Also so kann ich mir das vorstellen. Also, erstmal herzlich willkommen, die Cassie. Hallo. Der Psycho-Dad. Hallo. Der Blindmann, Nummer 1. Hallo. Der Lexi. Hallöchen. Der gestörte Hamster. Hallo. Der Nexaner 82. Hallo. Der Tom C. Weber. Hallo. Und der Jan der Gunny. Hallo. Das heißt, da haben wir sie wieder alle zusammen. Etwas später wird tatsächlich, hoffe ich, auch noch der Neo mit einsteigen. Wenn wir den Volker noch dabei haben, müssen wir den noch überzeugen. Und von unserem Vorhaben, die wissen alle noch nicht so Bescheid. Neo weiß, glaube ich, auch noch nicht Bescheid. Einer ist der Hamster ist wieder unsichtbar. Hamster, wenn du dich, stell dich mal hin ohne Waffe. Weißt du, mit dieser gefleckten Uniform und dem Barett siehst du eher aus wie so ein russischer, du siehst aus wie so ein russischer Kämpfer. Ach, wie in einem Bart, ne? Nein, die Uniform, also so die ganze Art und Weise. Also ich bin schon der Meinung, dass wir tatsächlich so diese Klamotte machen. Also Psycho-Dead, das passt schon wunderbar. Auch die Brille, das passt hier. Nexane ist genial. Lexi, das müssen wir sehen. Mit diesen gefleckten Klamotten, ich finde diese, die können wir später dann nochmal zusammensuchen. Ich finde jetzt erst, genau so stelle ich mir das vor. Das ist so erstmal alles, so Cassie, Janter, ja, es muss noch der Hamster, für den wir das besorgen müssen. Ja. Das heißt, wir müssen für den Hamster einen Stahlhelm besorgen und die Klamotten. Also die schmutzige Armeeuniform. Die schmutzige Armeeuniform und den schmutzigen Armeehelm oder den normalen Armeehelm, das ist beides das Gleiche. Und für Bernd müssen wir auch einen besorgen für Blindmann. Und ich brauche auch noch entsprechende Waffe. Ich habe hier nämlich noch meine. Das ist nicht das Problem. Wir machen das Gewehr der Bruderschaft. Die baue ich nachher sofort. Also ich würde Folgendes vorschlagen. Wir können uns ja aufteilen. Ich würde jetzt anfangen, schnell die Bruderschaftsgewehre basteln. Lexi hat hier schon Geschenke. Für einen Hamster wahrscheinlich. Da ist schon mal eine Waffe bei. Boah, geil. Aufklärungsgewehr der Bruderschaft. Lexi, da. 127 Schaden? Ich habe mir überlegt, ich würde mir Lex als Ausbilder, so ein Trommelrevolver müsste ich mir eigentlich besorgen, ne? Hier so, am besten hier mit weißem Elfenbeingriff oder so ein Ding, weißt du? Western-Revolver oder ja, so? Ja, genau so ein Ding meine ich, ein Western-Revolver, Western-Trommelrevolver, so ein Ding habe ich mir so überlegt. Mein Spiel ist unscharf. Habe ich auch schon gehabt, Hamster. Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Beim Reisen geht das nachher vermutlich wieder weg. Ja. Müssen wir gucken, was liegt hier noch drin, eine normale Papiertüte. Das heißt, weg. Hamster, hast du jetzt so eine Waffe jetzt schon, oder was? Ja, Lexi hat mir eins gegeben. Ich guck mal kurz, ob ich das mit dem Spiel wieder hinkriege. Gut, dann brauchen wir jetzt, ist klar, dann brauchen wir jetzt hier bloß noch einen Stahlhelm für Blindmann. Wo kriegen wir? Ich brauche da auch noch ein Schießeisen. Du hast, ich auch, ja, ich habe auch nicht die passende Waffe. Pass auf, ich mache jetzt die Bruderschaftsflinten. Super. Und ihr könntet ja schon mal losgehen, die Stahlhelme besorgen. Wie gesagt, und dann können wir uns ja noch mal treffen, dass wir noch mal ein paar EP machen. Ich würde jetzt erstmal kurz schnell die Bruderschaftsflinten basteln hier. Ja? Ich muss die sowieso loswerden, weil ich die schnell reisen kann. Wenn ich die Dinger nämlich mache, die sind unwahrscheinlich schwer, die Viecher. So, Stufe 1 machen wir eine Lex. Stufe 1 habe ich gemacht, ja. Gut, Stufe 1. 1. Wie viel brauchen wir? Wie viele Gewehre? 1 habe ich fertig. 2 habe ich fertig. Wie viel brauchen wir insgesamt? Die 9. 3, 4, na 9, na ja, 2 haben wir ja schon, ne? 6, also 7. 7, ich habe 7 Stück fertig. So, die müsste ich jetzt bloß noch modifizieren. Die werden jetzt modifiziert. Das heißt, Kim und Korn geht weg. Lexi, gehärtet der Verschluss oder was lassen wir? Das lassen wir alles so, nur
das Zielfernrohr weg. Gehärteter Verschluss ist aber dann tatsächlich, also bei mir macht das Ding Schaden, aber ist ja egal, du hast ja recht. Nee, das ist haben wir ja getestet heute schon, ja. So, aber das Zielfernrohr weg, der stabilisierte verlängerte Lauf bleibt, der Schalldämpfer geht weg. Der Schalldämpfer geht weg und das Die sollen ja Lärm machen, die Viecher. Großes Bajonett drauf. Genau, und das Zielfernrohr geht raus. Kimme und Korn. Standardvisier. Fertig. Erste Waffe fertig. So, zack. So, gehärteter Verschluss, stabilisierter Lauf. Kimme und Korn. Schnell. Standardvisier. Schalldämpfer weg. Großes Bajonett. Ein Glück, dass ich noch so viel Material habe. Ich glaube, das ist das nächste. Fertig, fertig, fertig. Nächste Flinte weg. Das bleibt. Das bleibt, das bleibt, das bleibt. Das geht weg. Oh, warte mal. Wie gesagt, ich habe immer noch Männergrippe. I'm so sorry. Standardvisier. Ich musste mich eben gerade mal schneuzen. So, Schalldämpfer weg. Bajonett drauf. So, dann das nächste Gewehr. Oh, das ist ja eine Arbeit hier. Das ist ja wirklich wie eine Waffenschmiede. Du. Zack, Aufklärungs... Warte, wenn ich das nicht durcheinander komme, Standardgewehr. Zack. Schalldämpfer weg gegen großes Bajonett. Genau. Zack, Standardvisier rauf. Dann können wir so gleich und dann verteile ich die nachher. So dass jeder die gleiche Waffe hat. Wie gesagt, für Blindmann müssen wir dann Stahlhelm besorgen. Das ist genial. Ach, du hast jetzt so einen Bauarbeiterhelm auf Blindmann oder was? Nee, der Stahlhelm, das ist diese, wie heißt die, Metallrüstung. Metallrüstungshelm heißt das Ding. Deswegen braucht er einen ordnungsgemäßen Helm, wenn er eingezogen wird. So, Schalldämpfer weg. Bajonett. So, ich habe alle fertig. Blindmann, du brauchst eine Waffe? Ja, her damit. Gut, ich gebe dir eine. Aufklärungsgewehr der Bruderschaft. Zack. Zeiko, du brauchst auch eine, hätte ich ja gleich reinlegen können. Also hier kann ich gleich reinlegen. Zack, zack. Ich habe mal hier jetzt, warte mal, hier liegen noch. Danke dir. Lexi, du hast schon so ein Ding, ne? Wer braucht noch so ein Ding? Ich brauche noch einen Stahlhelm. Ne, einen Helm. So, hat jetzt jeder so eine Waffe? Ich habe jetzt noch... Ne, Jan, ich bin ja gar nicht, ich bin im Moment noch nicht bei euch. Vier Waffen habe ich jetzt noch. Vier Waffen. Ich brauche auch noch eine. Cassie? Ich brauche auch eine. Ich muss gucken, wo Cassie ist. Cassie ist unterwegs, ne? Nee, das ist Cassie. Cassie hier, Cassie. Waffe. Ich brauche auch noch eine. Ja, du kriegst auch eine. Ich habe genug gemacht. Wo bist du? Hier. Blindmann hat eine. Warte, ich muss das mal. Hier ist gut. Da ist er. Pack nee, überladen. Kriegste? Ja. Ja, die ist schwer, wie viel Mist. Zack, überladen. So. Ich habe jetzt noch zwei Aufklärungsgewehre. Jante, und wer braucht noch eins? Na, Neo oder noch? Dann haben jetzt alle einen, außer Neo und ich, na sowieso, haben jetzt alle dann, und Jante kriegt noch eins, haben jetzt alle ein Gewehr der Bruderschaft, korrekt? Ja. Genau. Gut, perfekt. Dann haben wir das auch klar. Gut. Und ich brauche Wasser. Ich bin gerade am Verdursten. Gott, was ist hier los? Habt ihr was miteinander oder was? Das ist nur Männerliebe, Sir. Das ist schon enorm. Das ist okay. Damit bin ich auch einverstanden. Auf Männerliebe stehe ich. Jeden Morgen in der Gemeinschaftsdusche, ne, Martin? Kein Kommentar. Hamster Sitz. Gut, dann haben wir das klar. Brauche ich noch irgendwas aus meiner Ausrüstung? Cassie ist bei den Akten bei, ne Cassie? Mhm. Du, muss hier sortieren. Genau, du sortierst schon mal die Personalbestände hier gerade, ne? Genau.
Das ist sehr gut. Ich frage mich, warum ich hier an den Schreibtisch. Aber du kannst an die Schreibtische auch rangehen, das ist das Gleiche, ne? Mhm. Aber das sieht natürlich besser aus, wenn du da rangehst. So, wir haben DEFCON 3, das heißt also Doppel-EP und DEFCON 3 und was ist hier los? Macht ihr euch schon Ausbildung oder macht ihr euch schon warm hier? Wir machen uns warm. So, dann würde ich sagen, mit dieser ganzen Horde könnten wir ja mal in Whitesprings einrücken jetzt. So wie mit den Klamotten. Alle Stahlhelm auf. Und dann können wir ja Whitesprings unsicher machen. Von mir aus auch die Roboter. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, unter diesen Umständen lasse ich die Wachbots diesmal in Ruhe. Nein, du kannst dich jetzt noch aufrüsten. Nee, Falco, noch nicht. Okay. Heute geht es tatsächlich nur darum, dass wir alle Klamotten besorgen, dass wir blind mal noch einen Helm besorgen, den wir irgendwo herkriegen, habe ich mir so gedacht. Und dass wir natürlich trotzdem auch noch ein bisschen von den Doppel-EP-Sachen profitieren. Fall. Ja? Unbedingt, ja. Also so ist mein Ansinnen. Ja. So, und wenn das dann losgeht, dann treffen wir uns alle. Das ist ja, ich denke mal, dass wir vielleicht morgen nochmal, ich weiß nicht, wie wir alle zusammen können, morgen nochmal. Und dann dürfte das eigentlich klappen schon. Aber das besprechen wir noch genau, wie wir das mit der Aufnahme machen. Ich würde schon natürlich schon die ganze Truppe haben. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Gut. Ja, Lex, was hältst du davon? Wollen wir mal Whitesprings unsicher machen oder was denkst du? Whitespring Roboter oder was für 20? Alles. Ach so, alles. Wir wollen jetzt. Ja gut, ich muss jetzt gerade bloß meine Rüstung wieder umbauen, dass ich wieder schnell rein. Ja, das können wir alles machen, genau. Wir könnten auch nach Westec. Da gibt's gute Erfahrung. Ich glaube sogar mehr als die gute. Ja, können wir alles machen. Dass wir ein bisschen EP machen, aber nach Möglichkeit, also wie gesagt. Die Rüstung, es geht nur um die Rüstung. Die Uniform habe ich gedacht, dass wir die schon mal anbehalten, dass wir schon mal so aussehen jetzt. Ja, ohne Hüpfen und Sprungen. Ja. Bing. Tom, du hattest ja auch so eine Klamotte gehabt, ne? So eine Armee-Uniform. Ich habe noch eine Frage an den Lex. Zügig der Gewehre. Und zwar die Bajonette, kann man das irgendwie skillen in den Nahkampf schaden? Das würde mich mal jetzt interessieren, aber so. Oder ist es ein fester Nahkampfschaden? Das machst du über den Lau? Du brauchst noch eine Waffe, ne? Ja. Über den. Ach Mensch, wir kommen nicht auf den Namen jetzt hin. Ich hab dir auch eine Waffe. Das Holster machst du das, ich glaube, wenn du das umbaust. Guck, ich hab dir die gebaut, das Aufklärungsgewehr der Bruderschaft mit allem drum und dran. Ich dachte, man könnte da auch mal eine Waffe hingehen. Oh, ich danke dir, genau das Ding habe ich gesucht. Perfekt. Danke dir. Jawohl, guck mal hier. Guck mal, das wirkt doch eher hier für einen Ausbilder. Ich muss mir bloß noch ordentlich 44er nimmt die, ne? Ich glaube ja. Dann muss ich, glaube ich, noch welche haben. Hier, gleich aus dem Automaten 44er rausklauen. Aus meinem eigenen Automaten 44er nehmen. 500 Schuss, also viel brauche ich gar nicht. Das ist ja bloß. Ich brauche, glaube ich, bloß maximal 100 Schuss. Hä? Was habe ich denn jetzt genommen? 38er. Ja, genau. 44er habe ich gesagt, Junge. Und die Maus, ehrlich, manchmal da. Boah, das dauert ja ewig, bis sie nachlädt. Boah, da ist noch kein Schwarzpulver. Also, Schwarzpulvergewehre sind schlimmer. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, das stimmt, ja. Da brauchst du echt eine Ewigkeit. Ich bin schon froh, dass ich eins habe, was schneller nachlädt. Also, sehr froh sogar. Ja. So, die bleibt. Die Granatwerferpatron kann ich auch entsorgen. Boah, 15 wie ich die. Alter Schwede. Naja, wenn schon ein schweres Gewehr. Hallo? Wir sind hier nicht im Kinderferienlager. Aber mir macht ja auch nur 127 also Schaden. Du könntest ja erstmal in die Kiste packen, wenn es ja, jetzt brauchen wir zu schwer ist. Also oh, über uns geht schon los, Angriff. Okay. Gut, da ist noch ein Aufklärungsgewehr der Bruderschaft in der Papiertüte. Also nur Bescheid sagen. Scheinbar hat jemand seins nicht genommen oder so, keine Ahnung. Nö, das war mit all dem Fall.
Ach so, okay, alles klar. Schon zu weit weg, hallo? Ich war mit Schalldämpfer. Wieso wird denn jetzt so schnell? Oh, warte mal, oh, das ist viel zu weit weg. Hier ist noch ein Aufklärungsgewehr der Bruderschaft. Wer braucht das? Ja. Ich helfe das mal an. Ja, das ist mit Schalldämpfer. Ja, mit das mit Schalldämpfer? Dann habe ich das noch nicht fertig gemacht. Danke dir. Bitte. Das, dann war, ist mir eins entfleucht. Oh, diese peniblen. Nee, du. Müsste ich eigentlich die Heilerkarten wieder reinmachen, theoretisch, ne? Jetzt, wo wir so wach sind, ja, sag ich mal, und full life und so. Standardvisier, ja, jetzt ist es fertig. Ich glaube, ich mach die, obwohl, es ist realistisch, wenn ich mit dem Dönermesser auf die Leute einkloppe, ich weiß ja nicht. So, ich habe jetzt drei Bruderschaftsgewehre noch. Wie gesagt, Neo kriegt ja noch eins, ne? Also zwei Stück habe ich noch, ohne Schalldämpfer. Habe ich überhaupt noch Platz darin? Ich glaube, ich krieg bloß eins unter. Du Heiligkanone, boah. Ja, ich krieg nur noch eins unter. So, den Single-Action-Revolver, alles klar. Der Krückstock, den habe ich weg. Und jetzt habe ich noch ein Bruderschaftsgewehr. Kann noch einer ein Bruderschaftsgewehr in seine Kiste verschwinden lassen nachher? Ich wollte das jetzt nicht wegschmeißen. Ich schau mal nach. Was? Hast du keinen Platz dafür? Nee. Ne, ich habe noch Platz. Ja, ich habe auch noch Platz. Das, also kannst du ja ausgehen. Ich würde das hier in den Schreibtisch. Der Schreibtisch ist die Kiste. Ich würde das hier in den, auf den Schreibtisch legen jetzt. Okay. Dann können wir das rausbauen. Ich das sind ja alles Verstecke hier, stimmt, ne? Ja. Also ich habe noch auf 39 der, Kilo. Auf der Aktenschrank da hinten. Wie viel hast du, Lexi? So, da liegt die Waffe. Genug frei. Ja, mehr als 39. Ja, gut, dann nimm du das am besten. Wenn du noch mehr Platz hast. Ich meine, allein mit diesen Klamotten schon, auch mit Barett. Wir sehen schon aus wie eine kernige Einsatzeinheit. Ja, stimmt. Und so können wir ja letztendlich jetzt erstmal marodierenderweise losziehen. Nein, natürlich nicht marodieren. Alles antreten hier, würde ich vorschlagen. Aber das Anvisieren mit dem Gewehr ist ja auch abenteuerlich, ne? Ja, deswegen sage ich, darum geht's ja. Das ist ja das. Also Lexi und ich, wir haben es getestet auf dem Flugplatz. Deswegen, wir haben es ausprobiert, das funktioniert. Aber wir machen heute mal so einen Testlauf jetzt nur mit der Truppe, einfach nur mal so das Konzept heute mal durchexerzieren. Das heißt, wir treten jetzt hier mal alle an. Ich liebe Herausforderungen, Sir. Gut, ich werde mal alle wach klingeln. Ich werde mal alle wach klingeln. Ah, die Russen! Achso. Oh, der war gut. Oh, genial. Ich habe jetzt hier nur das... Mein Team ist noch nicht angetreten. Hier sind nur Weiße, nur die anderen. Und na gut, ich nehme alles zurück. Gott. Diese Grußerweisung gefetzt auch. Das finde ich genial. Das passt hier. Jawohl. Oh, den komme ich jetzt. Du hast ja den Raider-Gruß, oder? Ja, ich habe leider nur den. Den anderen habe ich gehabt und der war dann weg plötzlich. Ja, bei mir auch. Ich habe leider gar das keinen. Das haben wir ja schon durch. Ich habe nochmal geguckt. Irgendwie habe ich gar keinen. Naja, gut, ist eben so. Hey, so, gut. Dann alle mal bitte draußen antreten. Moment, wir müssen noch erst auf unsere Lady warten. Fährt nicht leichter. Egal, was ich versuche. Cassie, was machst du? Ich versuche, mich leichter zu machen. Sie versucht abzunehmen. Am Bahnhof? Richtig. Ja, ich habe was verkauft. Jetzt sehe ich durch, jetzt kommst du zu Fuß. Was hast du denn alles zu viel? Du brauchst jetzt noch nicht die in der Aufnahme. Wir machen jetzt ja, zwar in dieser Uniform-Geschichte, machen wir jetzt schon mal so einen Testlauf, aber jetzt kannst du noch alle Sachen beibehalten. Das bringt mir ja nichts, wenn alles voll ist. Cassie, soll ich dir was abnehmen? Ich kann aber nicht dafür garantieren, ich kann dir auch was abnehmen. Cassie. Ja, du kriegst es nicht los, Cassie, wir nehmen dir alle was ab. Ich bin ständig überladen, Cassie. Ich fühle mit dir. Ich kenne das. Hier, Toast, wir machen gleich mal die Stimpack-Tauscherei. Ja, genau. Wo bist du? Warte, neben dir. Aber nicht hier mit Handeln. Komm mal mit in meinen. Nee, leg einfach deine super Dinger ab. Genau, hier ein bisschen, ja. Hier. Gib dir die normalen dafür. Weil du hast recht. Ich will auch mal einen wiederbeleben. Will noch jemand super Stimpacks gegen normale Stimpacks tauschen? Ja, ich. Der Lex verhökert die. Ja, sag mal, Lex. Sind das Stimpacks super oder super? Der Stimpack super, ja. Ja, habe ich auf den Boden gepackt, Lex. Warte, nimm erstmal seine hier, genau. Nimm erstmal Hamsters. Und tausch mit Hamster auch. Du hast genug andere, ne, Lex? Ich hab genug normale, ja. Die müssen mal wieder weg.
Mach erstmal mit Hamster, genau. Ich habe 99 oder 97 Stück ist das. Und du kannst keine. Janda, mach dich weg! Du kannst Janda. Keine wiederbeleben. Würde auch tauschen. Ja, du kannst keinen wiederbeleben, Cassie, das ist das ja. So, Hamster, die Tüte ist dort, ja. Wir sind auch schwer so jetzt. Lex? Na, erstens das Gewicht und zweitens das Wiederbeleben, genau. Genau, du kannst keinen wiederbeleben und das würde ich schon gerne machen. Gerade aus Prinzip, weißt du? Ich habe das Gewicht gefunden. Hier liegt sie. Was hast du denn mitgehabt? Sie ist im Pack super. Ja, da wollte ich gerade sagen. Hamster, geh weg. Danke dir. Perfekt. Hier vorne. So, dann haben wir das klar. Willst du ein normales Stimpack haben dafür, oder? Ja, wenn ich dann wieder überladen bin. Aber die ganze Truppe fährt so, wie sie aussieht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So, in dieser einheitlichen Klamotte, das ist schon genial. So können wir das machen. Hamster, ich trete dir gleich in den Hintern. Gib dir erstmal nur 30, damit es nicht ganz so schwer ist. Alles klar. Gut. Danke. Hamster, schießt du etwa auf mich? Übrigens habe ich heute auch das mit den Alkohol auf mich. Mit den Alkohol noch fertig gekriegt. Das dritte Mal gewesen. Hamster, Besenkammer ausfegen. Komm, wir marschieren nochmal alle zum Bahnhof. Gut, alle zusammen. Wir versuchen mal, alles klar, wirklich alle zusammen so in zweier Reihe zu marschieren. Alle zusammen Richtung ich gehe vor, ich weiß es nicht einfach. Nord-Nordwest, ne? Ja, Nord-Nordwest, oh weia. Ich gebe vor, ich gebe die Richtung vor, ob das klappt. Am besten machst du versuchen es mal ungefähr. Zur Pirsen-Perspektive bei sowas, ja. Ja, Sir, genau, das ist eine gute Idee. Also, die aus der Reihe fallen, die fressen morgen früh einen Kaffeesatz. So, gut, weiter. Gut, ich stelle mich erstmal auf. Alles aufstellen, genau. Das sieht genial aus, Leute, ja. Ja, Tom C. Weber wieder aus der Reihe. Rein, Rekrut, rein in die Truppe. Martin, magst nicht vorrennen laufen? So, lieber also, nicht. Ja, du bist ein Einzelkämpfer, ne? Wir sind doch 9. Hier hinten hast du doch noch, hier. Jantagani. Da, daneben. Kommst du hin? Mach's in der Third-Person-Perspektive, Tom. Boah, das sieht wirklich cool aus, muss man schon sagen. Ja, hab ich doch gesagt. Das sieht wirklich cool aus, ja. Absolut, ja. Gut. Ziel gestanden! Gut, auf zum Bahnhof. Ich muss selber erstmal gucken, den Kurs. Was machen wir denn beim Bahnhof? Ich will verkaufen. Achso, alles klar. Okay, das haut nicht hin. Wir haben alle eine unterschiedliche Laufgeschwindigkeit. Ja, das heißt, wir reiten, aber guck mal, es sieht trotzdem cool aus, wenn wir hier alle dahin reiten. Wenn wir da jetzt alle einrücken. Miep, miep. Die ganze Truppe hier, ja. Schon eine Einsatzeinheit, ja. Das ist schon nicht anders. Das nachher beim Schleichen, wenn wir nachher richtig in der Ausbildung sind, dann sieht das ja auch noch ein bisschen anders aus. So, ich drehe mich mal um. Wo bleibt die Truppe? Ja, wenn ich schleiche, bin ich nicht ganz so schnell, ja. So, Truppe sammeln. Also folgendes, wir nehmen jetzt den Bahnhof ein. Und damit der Lexi seine Geschäfte machen kann da. Verstanden? Wohl. Gut. Jawohl, Sir. Ich hab mich amüsiert. Das ist einfach schon genial. Wir könnten natürlich auf Widerstand stoßen hier, ne? Ich hab es gewusst. Lexi! Das ist doch die falsche Waffe! Nee, noch dürfen wir die andere nehmen. Max, du bist der Einzige, der seinen Vorderlader jetzt nehmen darf. Bloß die Uniform, die behältst du ab. Das für Vorderlader habe ich jetzt in die Kiste ge... Du, am Bahnhof ist eine Kiste. Alter, schießt jetzt auf mich. Warte. Oh. Ach nee, das war ja der Chef, oh Gott. Was? Wer schießt auf den mich? Chef, ey? Ich meine, schießt nicht auf den Chef. Friendly Fire. Hier, der. Genau, Friendly Fire. So, oh, ich wollte gerade sagen, hier ist ein Gesuchter, aber ist das der Hamster? Martin hat auf mich geschossen, scheiße. Wieso ist der ja, Hamster? Genau. Aber der Hamster ist nicht gesucht, ne? Ich kenne Absicht. Nee, wir sind jetzt im Team verfeindet. Oh, genau, Alter, die Teams sind jetzt verfeindet. Aber ziemlich viele, ne? Natürlich, jetzt kann ich die Metz nicht mehr benutzen. Oh.
Ja, nee, Wets wäre jetzt doof. Ja. Na gut, ich habe kein Problem mit Wets. Ihr habt euch im Team geschossen, ne? Alter, Alter. Da sage ich nichts mehr zu. So, der Bahnhof ist übrigens hinter uns. Ja, ich weiß. Wir wollten erstmal das Objekt hier einnehmen. Wir sind ein. Wir müssen erstmal die Gegner hier rausjagen. 308, da können wir uns gleich mitnehmen, ne? Und wenn einer inspirierend drin hat, dann möge er die bitte einlegen, wenn er kann. Ich kann leider nicht. Ach, verdammt! Hamster ist unser inspirierender Teiler, glaube ich, ne? Hä? Ich hab die auch geteilt. Oh, liebe Cassie, ich bin. Glaube ich. Warte. Guck aber nach. Ja. Gut, dann, deswegen gibt es hier auch so viele EP. Also wir sind echt wie so eine Spezialeinheit hier. Mit den Rucksätzen, das fetzt. Ich werde mir nur noch einen anderen Rucksack. Na, wobei. So, alles zusammen. Ausrüstung, alles noch vollzählig. Ey, nicht schlagen, wir sind auf Kameraden. Du hast angefangen. Ich wollte das nicht. Ich habe gefragt, ob die Ausrüstung noch vollzählig ist. Und wessen Brustkorb liegt hier rum? Bei mir läuft doch alles. Alter, Alter. Also ich lebe noch, meiner ist es nicht so. Ach, ich dachte, ihr kommt natürlich jetzt hier um den Flughafen, dabei macht ihr jetzt eine Party oder was? Ja, was ist hier los? Ja. Militär das, macht Musik. Naja, wartet mal, bis, wenn das Ausbildungscamp, wenn das hinter euch ist. Dann werde ich euch, ich werde euch schleifen, bis euch der Bauchnabel glänzt. Das kann doch nicht wahr sein. Oh nee, was ist das für ein Druck? Mensch, Alexi, kommen Sie mal her, bitte. Was sagen Sie dazu, zu diesem Haufen? Ja, was wollen wir dazu noch sagen? Da müssen wir aber richtig. Müssen wir erstmal richtig rannehmen und ausbilden und mal gehorsam einhören. Ja, genau. Ja, wir haben schon die ersten Zivilisten hier. Ja, stellt euch mal richtig auf. Stellt euch mal eine Truppe auf hier, bitte. Und mal gucken hier. Stellt euch ja, mal alle auf. Jetzt habe ich keinen Nuklearschlagmarker hier. Na, oh, toll. Dankeschön. Oh. Jetzt bin ich ganz tot. Oh, fast draufgegangen. Ich noch. Ja Leute, dem Zivilisten hätten wir mal zeigen können, wie wir das hier auf Vordermann bringen. Aber nein, das klappt nicht. Wir wollten für die Motivation sorgen, deswegen die Musik. So. Und die Granaten waren eigentlich mit zum Spaß, aber ich hab vergessen, dass wir im PvP sind. Alles antreten, hab ich gesagt. Ja. So, alles mal antreten, komplett jetzt mal antreten in Reihe. Wer ist ein Tarocker? Das werde ich dir gleich zeigen. Alles mal antreten. Lexi, Sergeant Lexi. Wer ist hier? Wer steht hier neben mir? Hamster mal in die Reihe, bitte. Ja, also Daumen nach unten. Bloß. Ja, ist egal. Stell dich mal alle hin da. Stell dich mal alle in die Reihe. Hamster, geh mal rüber, bitte. Stell dich mal rüber da in die Reihe, bitte. Ich will mit Lexi mal so eine Wachparade machen. Das, Lexi, du kommst her. Wir grüßen uns beide. Maria, so, ich stehe ja dann vor dir, oder? Ja, so, genau so. Jetzt, so haut's hin, ja. Alles steht, genau. Das wirkt doch. Jawohl. Jetzt schreite ich die Truppe ab mit dir. Die Leute machen schnell noch eine Fragezeichen. Boah, die Kampfmusik geht mir auf den Sack. Ich mache mal kurz die Musik aus. Oh. Stillgestanden! Jetzt haben sie alle in der Welt gehört. Augen geradeaus! Du musst in die Welt sprechen, das ist ja, besser. Ja, mach ich gerade. Ich höre dich gar nicht. Hier sind Zivilisten dabei, benehmt euch gefälligst. Gut. Guck mal, da mit dem Ping fahren, das passt ja gar nicht. Das sind Rekruten, die eingezogen werden. Gut, das klappt. Wir können weitermachen. So, alle jetzt rechts um und marsch, marsch, marsch den Flughafen einnehmen. Also rechts. Ja, das andere rechts, Hamster. Gut, vorwärts. Oh, ich werde so viele Probleme haben. Laufen noch welche ohne Waffen rum? Ich glaube, das hat einen Eindruck gemacht. Das wirkt lustig. Die denken auch, was ist das denn durch knallt der Haufen hier? Erst machen sie alle, stehen sie im Stillgestand.
Deswegen sage ich, das wirkt, wenn alle die gleichen Klamotten haben. Oh, wo ist der Chef? Yes. Ich melde, es gibt keine Überlebenden. Ausgezeichnet. Sie fand auch mal interessant, wer? Sehr gut, Major, ja. Was würde passieren, wenn wir alle 7 auf einen Gegner gehen mit einem Bajonettangriff? Also wenn wir praktisch ein Kommando haben, um mit einem Bajonett anzugreifen. Wie würde das dann aussehen? Ausbildung haben. Wir haben noch alle keine Ausbildung. Weil wir wollten ja mit Lexi zum Bahnhof. Bahnhof ist erledigt. Gut. Werde es nicht benutzen. Ich nehme noch ein bisschen Essen mit, auch weil das war draußen. Ich hätte ja gedacht, wir haben jetzt hier noch Verbrannte, aber haben wir ja, nicht. Ich habe auch gedacht, dass das Ding läuft. Okay, dann würde ich vorschlagen, ja, was nehmen wir dann ein? Was wollen wir dann einnehmen? Wollen wir zum Dampf und Graften oder zum Gefängnis oder woanders hin? Ja, da wo erstmal ein paar Gegner sind, würde ich vorschlagen, ja? Dann müssen wir woanders gehen, reisen. Gut, ich gucke mal auf die Karte, wo jetzt noch was los sein könnte. Ja, Projekt Paradise, da wirkt das nicht. Nee, das müsste jetzt erstmal was Fluffiges sein. Oh, wir sind bei 30 Minuten. Also dann, antreten zum Verabschieden. Stellen wir uns hin. Damit das klappt, ja. Mal alle in Reihe stellen. Alles in Reihe stellen, alles in Reihe stellen. Und saluten. Alles ausrichten und saluten, ja. Zack, 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 zack. Aufstellung nehmen. Gut. So, dann bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Einsatz. Ciao. Tschüss. Tschüss.